Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Der ADAC-Skandal hat sich ja von der Mauschelei eines einzelnen Mitarbeiters langsam, aber sicher zu einem richtig großen Compliance-Skandal ausgeweitet. Wir schauen heute mal hinter die Kulissen, versuchen herauszufinden, was dort passiert ist und vor allem, was man daraus lernen kann. Unser Studiogast muss es wissen, es ist Andreas Pohlmann, einer der profiliertesten Compliance-Experten in Deutschland. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Grüß Gott. Sie waren lange Jahre Chief Compliance Officer bei Siemens und bei Ferrostal, sind jetzt selbstständiger Compliance-Berater. Ihnen kann man zutrauen, dass Sie wissen, wie man einen Augiasstall ausräumt, die wahrscheinlich noch deutlich schmutziger waren, als das, was jetzt beim ADAC zu beobachten ist. Sprechen wir kurz mal über das, was man weiß über den ADAC. Man weiß, dass einzelne Mitarbeiter Ranglisten gefälscht haben, manipuliert haben. Und man hat aber das Gefühl, da ist noch mehr, was dort im Argen liegt. Haben Sie als externer Beobachter das gleiche Gefühl? Ich denke, das Hauptproblem des ADAC ist die fehlende Transparenz des Geschäftszwecks des ADAC und des Geschäftsmodells des ADAC. Wenn Sie vor dem Compliance-Skandal oder der Compliance-Krise die 19 Millionen Mitarbeiter, Mitglieder des ADAC befragt hätten, was ist der Geschäftszweck, hätten Sie gesagt, der ADAC vertritt unsere Interessen. Nicht sehen, dass der ADAC ein Wirtschaftsunternehmen ist. Das besteht aus einem Verein bzw. einem Unternehmen mit ungefähr 40 Tochtergesellschaften in Deutschland mit handfesten und validen Geschäftsinteressen. Und diese Transparenz gibt es nicht, gab es nicht und ist sicherlich eine Ursache des Compliance-Skandals. Wieso ist das ein Compliance-Problem? Weil sie die Interessenskonflikte, die potenziellen Interessenskonflikte nicht aufdecken, ohne weiteres aufdecken. Nehmen Sie zum Beispiel das Interesse des ADAC am Anzeigenaufkommen. Der ADAC finanziert sich über Anzeigen, über sehr teure Anzeigen, die geschaltet werden, zum Beispiel durch Automobilkonzerne. Und dort ist die Verquickung der Interessen zwischen ADAC und den Automobilkonzernen nicht ohne weiteres sichtbar. Hätten Compliance-Systeme oder Frühwarneinrichtungen, wie Sie sie ja auch kennen und aufgebaut haben, beim ADAC helfen können, so etwas zu verhindern? Ich würde sagen, ja, diese Compliance-Systeme, Compliance-Kontrollen hätten sicherlich angesetzt an diesen potenziellen Interessenskonflikten, hätten versucht, Kontrollen einzuführen und die Unabhängigkeit und Integrität zum Beispiel des Laserwettbewerbs, Lieblingsauto der Deutschen, herzustellen, um Transparenz in dieses Geschehen reinzubringen. Jetzt ist der ADAC natürlich ein besonderer Fall. Sie haben es schon angedeutet, halb Verein, halb Wirtschaftskonzern, keiner weiß genau, was es ist. Eher untypisch. Die meisten deutschen Unternehmen sind da relativ klar auf Business ausgerichtet. Gibt es trotzdem Dinge, die Unternehmer, CFOs lernen können aus dem ADAC-Skandal für ihre eigenen Unternehmen? Also wie immer, ich sage, Compliance ist nichts anderes als Transparenz. Transparenz der Geschäftsprozesse, Transparenz potenzieller Interessenskonflikte. Und das ist natürlich etwas, was Unternehmen für sich auch lernen können aus dem Fall ADAC, diese Interessenskonflikte, diese Intransparenz aufzuheben und sichtbar zu machen, um was es eigentlich geht. Hier geht es um lukrative Geschäftsaufträge für den ADAC, nicht so sehr für die Mitarbeiter, aber für die ADAC-Organisation. Und das muss man einfach sichtbar machen. Es geht nicht darum, dass der ADAC vornehmlich oder vorgeblich im Interesse der Mitglieder des ADAC arbeitet. Er arbeitet aufgrund eigener Geschäftsinteressen. Und das muss man einfach nur erkennen und sichtbar machen, transparent machen nach außen. Aber dann kommt ja wieder das Argument ins Spiel, man macht sich Geschäft kaputt. Also wenn jetzt der ADAC extrem stark getrennt hätte und zum Beispiel die Kontakte zur Autoindustrie im werblichen Bereich reduziert hätte, wäre ja auch gleich wieder Umsatzertrag verloren gegangen. Aber das ist ja das Geschäftsmodell des ADAC, mit einem Laserwettbewerb sozusagen auch sichtbar zu machen, welches das Lieblingsauto der Deutschen ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Leser auch daran ein Interesse haben, am Ende des Tages ein integres Laserwettbewerbsergebnis zu sehen im Magazin des ADAC und auch die Preisverleihung den Grundsätzen der Integrität folgen soll, dann kommt es auf das Geschäftsergebnis des ADAC zunächst mal nicht an, sondern es kommt darauf an, dass wir diesen Laserwettbewerb ordnungsgemäß durchführen und am Ende des Tages auch zu einem integren Ergebnis kommen. Sind die meisten deutschen Unternehmen, speziell Mittelständler, schon so weit, dass sie solche Missstände, Fehlentwicklungen, Interessenskonflikte überhaupt aufdecken können oder vielleicht sogar aufdecken wollen? Also die Mittelständler sind auch im Bereich Compliance und Integrität schon recht weit entwickelt. Dazu haben natürlich die großen Krisen der jüngeren Vergangenheit beigetragen, mit Großunternehmen, die in der Krise standen, in der Compliance-Krise standen, die weithin sichtbar waren, die Visibilität und Sensibilität der Unternehmen insgesamt in Deutschland erhöht haben. Und das hat auch auf den Mittelstand durchgeschlagen.
Naturgemäß sind die Mittelständler nicht so weit hochgerüstet, will ich mal sagen, wie die Großunternehmen. Das ist auch gar nicht notwendig. Hier muss man maßgeschneidert und sensibel rangehen, um die Besonderheiten des Mittelstands und auch der kleineren und mittelständischen Unternehmen abzubilden. Nicht jeder braucht ein Compliance-System, das für ein Großunternehmen ausgerichtet ist. Wir gehen heute in der Beratung hin und maßschneidern dieses entsprechend den Anforderungen des entsprechenden Unternehmens. Hat die ADAC-Geschichte die Sensibilität der Unternehmen erhöht? Jeder einzelne Vorfall erhöht die Sensibilität der Unternehmen und der Organisationen. Der ADAC-Skandal hat sicherlich dazu beigetragen, dass auch hier nochmal die Awareness und Sensibilität gestiegen ist. Das wird sich auch weiter fortsetzen. Wir müssen davon ausgehen, dass einfach auch Compliance weiterhin im Bewusstsein der Unternehmen vorhanden bleiben wird und Krisen, so unschön sie sein mögen, stärken das Bewusstsein für die Regeltreue und für die Notwendigkeit der Integrität und Transparenz im Unternehmen und in den Organisationen. Kommen wir zum Schluss zu unseren drei Fragen von Finance TV. Totale Transparenz für unsere Zuschauer. Sie müssen mit Ja oder Nein antworten. Hätte der ADAC seinen Skandal mit einem handelsüblichen Compliance-System verhindern können? Ich denke grundsätzlich ja. Zweite Frage. Hat die ADAC-Geschichte bei anderen Unternehmen das Bewusstsein für Compliance-Verfehlungen kurzfristig wieder stark verschärft? Deutlich ja. Glauben Sie, dass tiefergehende Untersuchungen beim ADAC noch mehr Unregelmäßigkeiten zutage bringen würden? Wäre reine Spekulation. Danke, dass Sie trotzdem ein bisschen mit uns reingeschaut haben, ein bisschen mit uns spekuliert haben und auch vor allem erklärt haben, was da noch zu machen ist. Danke, Andreas Pohlmann. Gerne. Wir hoffen, es hat Ihnen auch Spaß gemacht, vor allem auch Ihr Interesse gefunden, vielleicht auch mal über die eigene Compliance-Arbeit nachzudenken. Viel Glück dabei beim Aufrüsten, beim Aufdecken der Intransparenz und beim Anschauen der nächsten Finance-TV-Sendung. Bis dahin alles Gute und tschüss.